Ja, Applaus an der richtigen Stelle und vielleicht auch Applaus, nachdem ich jeden Einzelnen vorgestellt habe, obwohl tatsächlich dürfte jedem bekannt sein. Klaus Böger, ehemaliger Bürgermeister Berlins, darüber hatten wir vorhin gesprochen, Schulsenator. Ich habe Bezirksbürgermeister war. Genau, weil wir diese Unterscheidung in NRW, wo ich herkomme, nein, das nicht ist, man, muss, genau. Man lernt das, das okay. Ist Berlin-spezifisch, ja. Und als ehemaliger Schulsenator waren Sie damals auch zuständig für den Bereich Sport. Genau. Heute sind Sie Präsident des Landessportbundes Berlin. Ja. Okay, herzlich willkommen. Gleich daneben Bernd Schulz, langjähriger Präsident des Berliner Fußballverbandes. Wie lange sind Sie schon dabei? 9 Jahre. Okay, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und Pablo Thiam, ich duze dich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist heute Manager verantwortlich für die U23 beim VfL Wolfsburg. Du hast früher selber in der Nationalmannschaft von Guinea gespielt. Wurde noch verraten, bei 31 Einsätzen kamst du nur zu einem Tor. Du warst beim 1. FC Köln, bei Stuttgart bist du gewesen, beim VfB, beim FC Bayern München, zum Schluss beim VfL Wolfsburg. Wo warst du denn am liebsten? Als Spieler? Köln. In Köln bin ich groß geworden. Da läuft man als kleiner Junge noch voller Ehrfurcht ins Stadion ein, ne? Als Begleitung für die Großen. Und wenn man dann selber aufläuft, ist es doch was Spezielles. Alles andere ist natürlich auch toll gewesen, aber ich glaube, die Anfänge sind immer das Beste. Schön, dass du da bist. Zur Einstimmung haben wir einen kurzen Film vorbereitet für Sie. Der ist auch wirklich versprochen ganz kurz und fängt jetzt an. Ich weiß nicht, ob Sie es am Leben lesen können, Herr Schulz, gleich zu Beginn, am Ende des Films, ein Verein auf dem Weg nach oben. Jetzt streiten sich die Geister darüber. Ist man in der 4. Liga, in der Regionalliga, ob das jetzt Nordost ist oder West, ist man da schon Profi? Ja gut, das Profi-Dasein ist ja erstmal eine Frage aus Sicht des Spielers, ob man als Profi tätig ist, das heißt, diesen Sport letztendlich beruflich betreibt, rein von einer Eingliederung der Ligen ist das sicherlich so der Übergang zwischen dem reinen Breitenfußball, Amateurfußball hin zu dem, was dann klassischerweise bezahlter Fußball ist. Das beginnt mit Sicherheit in der 3. Liga, im Bereich des DFB und dann natürlich darüber hinaus dann die beiden Ligen der Deutschen Fußballliga. Ich glaube schon, die Regionalliga ist der Übergang zwischen dem Amateur- und dem Profifußball. Und nach meiner Einschätzung Vereine, die auf dem Weg nach oben sind, wie es da so schön stand, wird sicherlich die Frage für sich irgendwann entscheiden müssen, ob er diese Ziele mit reinem Feierabendfußball und Feierabendtraining erreichen kann. Meiner Einschätzung nach wird es nicht funktionieren, sondern dies ist der Einstieg in den Profifußball und ich vermute, und das bestätigen mir auch viele Gespräche auch mit Präsidentenkollegen aus anderen Landesverbänden, dass das letztendlich nur funktioniert, wenn man bereits entsprechende Strukturen, das ist ja nicht nur das, was man im Bereich der Spieler hat, das gehört die Vereinsstruktur mit dazu, vom Trainer angefangen über Management, all die Dinge, die ja mit dazugehören und die man ja auch letztendlich finanzieren muss. Insofern ist, glaube ich, schon die Regionalliga für Vereine mit dem Anspruch, nach oben weiterzukommen, der Einstieg in den Profifußball. Sehen Sie das ähnlich, Herr Böger? Was braucht ein Verein, um Profiverein zu sein? Naja,
Ich bin ja hier als Präsident des Landessportbundes und da sage ich jetzt nicht, um jetzt gleich Komplimente auszuteilen, aber Viktoria ist oben, weil sie, wenn ich das richtig erinnere, ja, der Verein sind mit den meisten Mannschaften, also über 60 Mannschaften und der größte Verein in Deutschland. Da sind sie oben, also das muss man mal festhalten. Ich meine das auch wirklich ernst, weil das, wo der Verein jetzt schon in dieser Stadt eine absolut bedeutende gesellschaftliche Größe ist, ist das, was sich hier auf den Plätzen abspielt, mit den irrsinnig vielen Jugendmannschaften, mit Mädchenmannschaften, jungen Mannschaften. Das ist eine bedeutende Einrichtung für die Stadt, nicht nur für den Südwesten, sondern ganz generell. Das kapiert zwar manch einer nicht, weil er wenig Ahnung hat über die Integrationskraft und gesellschaftliche Bedeutung von Sport, aber das ist faktisch so. Insofern ist dieser Verein oben, weil er eine großartige Jugendarbeit macht. Gut, durch die Fusion ist da viel zusammengekommen, aber sei es drum, das ist ja gut und das wird ja auch fortgeführt. Insofern ist das schon mal ein bedeutender Faktor in der Stadt. Das andere, was jetzt den Profibereich betrifft, da habe ich mich, wie man das ja meistens so im Vorfeld macht, hier unter den Experten schon mal erkundigt, was so ein Spieler bekommt und ob die noch berufstätig sind. Und da kam so die Antwort, also sind manche eben nicht mehr berufstätig, weil der Sport eben auf diesem Niveau so viel Einsatz verlangt. Und als sozusagen treusorgender Familienvater, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich dann sofort gefragt, ja, haben die denn auch eine Grundausbildung? Kann das denn dann nach der Fußballkarriere eben was geben, damit man da in ein sicheres Berufsfeld kommt, weil das ja außerordentlich wichtig ist? Das ist so meine Einschätzung. Ich glaube, der Fußball in Deutschland, das wissen Sie ja alle besser, hat in der Breite und der Spitze eine solche Stärke, dass man eben auf dieser Niveau Regionalliga eben tatsächlich schon mindestens semi-profihaft ist. Mhm. Vielen Dank. Pablo, ihr hattet am Wochenende Topspiel, Wolfsburg U23 gegen Hannover, zu Hause, auswärts, ich weiß es nicht mehr genau. Zu Hause. Wie ist es ausgegangen? 2-1 gewonnen. Das heißt, ihr bleibt nach wie vor Tabellenführer unter Valerian Ismail. Ja. Wir haben vor ein paar Tagen miteinander gesprochen, hast du mir am Telefon gesagt, auch auf die Frage hin, seht ihr euch als Profiklub? Hast du gesagt, ganz klar ja. Ja, ich meine, wir sind erstmal ein Bundesliga-Verein, wir haben zwei Aufgaben. Eine Aufgabe ist natürlich die Ausbildung der Spieler so zu gestalten, dass sie den Sprung für uns in die Profimannschaft schaffen können. Dafür erfüllen wir sehr viele Auflagen, wir haben ein Leistungszentrum, was unterhalten werden muss, das kostet alles sehr viel Geld und sowas macht man halt nur, wenn man wirklich irgendwann davon profitieren möchte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wir haben junge Spieler, die in der Jugend sehr stark sind, dominieren und die wollen wir zu Profis ausbilden. Das heißt, auch in unserem Bereich müssen die Abläufe so gestaltet sein, dass sie sich daran gewöhnen. Natürlich die schulische Komponente, die Ausbildung steht gerade bei uns sehr stark im Vordergrund, weil es nicht immer einfach ist, aber es gehört auch zu meinen Aufgaben, einem jungen Spieler, der in der A-Jugend deutscher Meister wird, der denkt, die Welt steht ihm offen, zu sagen, hör zu, es könnte sein, dass es nicht reicht aus verschiedenen Gründen oder du verletzt dich und da wäre es doch besser, du machst eine Ausbildung. Also da kämpft man mit dem Spieler, mit den Beratern, mit den Eltern, weil alle nur das eine Ziel haben und diese Balance müssen wir finden und um wirklich eine Auslese auch machen zu können, müssen wir unsere Abläufe so gestalten, dass die Jungs das Maximum an Training bekommen, an Fürsorge bekommen, damit sie sehen, dass es im Prinzip nicht nur Spaß ist irgendwann nach der Jugend, sondern im Männerbereich noch andere Tugenden gefordert sind. Und als Beispiel aus der Meistermannschaft vom letzten Jahr, unsere A-Jugend ist ja wieder Meister geworden, hat es ein Spieler momentan bei uns geschafft, regelmäßig zu Einsätzen zu kommen. Ne? Das zeigt, wie stark das Niveau ist. Ne? Wir haben einige im Kader, aber die sind halt noch nicht so weit. Und wir reden von Regionalliga und wir würden gerne in die dritte Liga aufsteigen, wo die Anforderungen noch intensiver werden. Insofern
es ist gar nicht so einfach, so eine Balance zu finden. Aber unser Anspruch ist es, professionell zu arbeiten. Das heißt, von den Tagesabläufen, also auch vom Privatleben, von der Ernährung, da sind wir ganz eng bei den Spielern und versuchen wirklich, das Maximum rauszuholen. Vielleicht eine Frage, die sich daran anschließt, Herr Böger. Also gerade Sie als ehemaliger Schulsenator dürften das ja auch ganz gut beantworten können. Wie macht man Spielern klar in der vierten Liga, dass es entweder richtig gut laufen kann, also im günstigsten Fall, dass es nach oben geht, auch ein ganz anderes Gehaltsgefüge. Aber wie warnt man sie davor, dass sie Teil eines, sagen wir mal, Pool von Perspektivlosen bleiben? Wie warnt man die davor und wie bereitet man die vor? Das erste Mal, dass, was wichtig ist für jeden und auch für jeden, der für den Fußball schwärmt, das fängt ja eben schon in der Kindheit an, ist eben eine solide schulische Ausbildung. Und da gibt es in Berlin jetzt für besonders sportaffine, also sportinteressierte, ja, sportbetonte Schulen und es gibt eben auch Sportelite-Schulen. Und da haben wir zwei Elite-Schulen, die auch für Fußball eben da sind. Und da wird also versucht, das gelingt auch zum Teil, eine solide schulische Ausbildung, ist ja die Basis von allem, den jungen Männern in der Regel zu vermitteln oder den Jugendlichen zu vermitteln. Und dann kann man eben sehen, wie das weitergeht. Ich meine, Sie können das Beispiel, es gibt zwei berühmte Beispiele von sehr berühmten, großartigen Spielern. Leider haben sie Berlin verlassen und kommen manchmal nur zu Gastspielen wieder her. Ich meine, die Brüder Boateng, die waren eben auf einer Sportelite-Schule, der Pölchau-Schule. Die haben dort auch einen Abschluss gemacht, aber das war dann, wie man weiß, für die jetzt weniger im Vordergrund. Die haben sich dann, wenn ich das so sagen darf, wenn ich das auf den Außen betrachte, im Laufe ihrer Spielerkarrieren eben entwickelt zu Persönlichkeiten. Das ist der eine, der mal als Bad Guy gegolten hat, Jerome, glaube ich, wird ja jetzt immerhin eingeladen zu Diskussionen über Diversity und über Integration. Also das heißt, diese Entwicklung muss man ja auch mal verstehen für 14, 15, 16, 17-jährigen Männern. Denen steht sowieso gedanklich und voller Kraft immer die Welt offen. Da braucht es einen Entwicklungsprozess. Und das, was man sicherstellen muss, ist eine schulische Ausbildung, weil das die Basis von allem ist. Und dann muss man eben sehen, das werden auch ganz junge Leute kapieren, dass eben nicht alle, nehmen wir das Beispiel, selbst tolle Fußballspieler können eben nicht in der ersten oder zweiten Liga spielen, sondern werden eben woanders spielen. Das ist auch was Tolles, muss man ja sagen. Für die Persönlichkeitsentwicklung finde ich das auch was Großartiges, nur davon wird man eben nicht das ganze Leben lang leben können und man wird wahrscheinlich auch nicht eine Basis dafür legen können, dass man später sagt, man muss nicht mehr arbeiten, sondern nur das Vermögen verwalten. Das gelingt ja nur wirklich wenigen. Also schulische Ausbildung ist das A und das O und das tun wir in Berlin und das gelingt auch manchmal komplett, manchmal weniger komplett. Christoph, das klingt nach einer großen Verantwortung, die dann auch so ein Verein zu schultern hat, wenn er vielen jungen Sportlern sportliches Zuhause gibt. Wo steht denn der Verein Viktoria im Augenblick für dich? Also es wird sicherlich jetzt niemanden hier überraschen oder auch enttäuschen, wenn ich jetzt sage, dass Viktoria 89 zwar derzeit die gleiche Spielklasse einnimmt wie Wolfsburg 2, aber wir im Gegensatz zu Wolfsburg 2 sicherlich insofern keine Profibedingungen vorhalten. Das ist natürlich allein schon dem Umstand geschuldet, dass Wolfsburg 2, genauso wie Hertha BSC 2 und Union 2, die beiden sind bei uns in der Staffel, ein Bundesligaverein sind und die eben in diesen zweiten Mannschaften die jungen Spieler eben zu Männerspielern machen wollen, wo die also aus der A-Jugend rausgezogen werden und dann an den sogenannten Männerfußball gewöhnt werden. Das ist ein ganz anderer Auftrag, der da eigentlich entsteht. Wir als Verein haben also diese Profibedingungen, die man da vorhalten muss, selbstverständlich nicht. Aber da sage ich, das kann man ja vielleicht ändern. Aber jedenfalls haben wir das derzeit nicht. Und unser Auftrag ist insofern auch ein anderer. Wir müssen Erfolg haben, damit beispielsweise Sie kommen. Wenn wir keinen Erfolg haben und Letzter sind, ganz ehrlich, dann kommt niemand. Dann interessiert es auch gar keinen. Also müssen wir immer wieder an uns arbeiten und uns verbessern. Der Auftrag bei der U23, ich meine, das ist prima, dass Sie da Erster sind, Herr Thiam, aber das ist
vielleicht auch ein bisschen der Auftrag gewesen, mal in die dritte Liga aufzusteigen, weil man die Vorbereitung auf den Männerfußball dort noch besser machen kann. Aber es ist nicht das Ziel schlechthin, sondern das Ziel schlechthin wird dort sein, die Spieler auszubilden, das Spielsystem in die Köpfe zu bringen, etc. Also mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. So, und wenn wir jetzt nur solche junge Leute nehmen, wir bekommen nämlich nicht die richtig guten jungen Leute, die wollen dann auch ganz gerne, wenn sie schon spielen, beim Bundesligisten spielen. Wir müssen dann da einen Mittelweg nehmen. Und das, was wir ja hier versuchen wollen bei Viktoria 89, und da sind wir auch auf einem guten Weg, erstens mit unserer wirklich riesigen Jugendabteilung, die auch gut ist, da hat Herr Böger auch schon einen sehr schönen Punkt von uns angesprochen. Wir wollen ja die jungen Leute, die es bei Hertha BSC und Union jetzt nicht sofort schaffen, die wollen wir ja hier sammeln. Und dann wollen wir eben das Team ergänzen mit einigen erfahrenen Spielern, die dann eben vielleicht den Ausschlag geben und uns dann eben sportlichen Erfolg dann doch nicht garantieren, aber ermöglichen. Und dann haben wir hier Zuschauer und dann haben wir hier Sie und dann ist alles gut. Das ist erstmal die Sichtweise, die wir haben. Aber wir haben, um die Frage nochmal zu beantworten, andere Bedingungen. Wir haben keine Profibedingungen und wir sind derzeit auch kein Profiverein. Was man allein da schon sieht, meine lieben Vorstandskollegen sind ja auch alle hier. Ich glaube, wir machen tagsüber auch alle noch was anderes und versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Das ist, ihr habt es ganz toll, das ist bei euch anders. Ihr könnt euch nur diesem Thema Fußball widmen und das ist in den Vereinen darunter, wie bei unserem Verein, etwas anders. Ich kann mir vorstellen, dass du da was zu sagen möchtest, Pablo. Ja gut, meine, jeder Verein oder jeder Bundesligist hat auch natürlich einen Gedanken, das heißt, sich an eigene Spieler auszubilden, das ist ganz klar, aber regionalbedingt auch muss jeder versuchen, für sich das Optimum rauszuholen. Wolfsburg ist keine Großstadt, das heißt, die Spieler, die wir da haben, müssen wir in irgendeiner Form entwickeln. Wir haben Umhunds Braunschweig, wir haben Hertha, wir haben Bremen, wir haben Hamburg, das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir unsere Ausbildung intensivieren. Das ist der Gedanke. Wir waren jetzt in den letzten Jahren immer Zweiter oder Dritter in der Regionalliga, hatten hinter Kiel, Babelsberg, Chemnitz, Halle immer das Nachsehen. Ist klar, weil das auch Männermannschaften sind. Wir waren immer knapp dran, aber da sind wir nicht weitergekommen. Und man merkt dann halt auch, der Sprung für die Spieler in die Bundesliga ist von der Regionalliga noch ein ganzes Stück weit weg. In der dritten Liga, glauben wir, schaffen wir eine Basis, wo es für uns noch einfacher wird, noch mehr Spieler zu rekrutieren. Und wir sind in einem Wettbewerb und müssen halt für uns schauen, wo wir die Schwerpunkte setzen. Es ist jetzt nicht so, dass wir mit dem Geld rausch, also wirklich die Jungs überbezahlen, aber wir wissen, was junge Spieler heutzutage haben wollen, verdienen wollen. Sie kriegen gerade genug, dass sie sich eine Wohnung leisten können, dass sie ein bisschen selbstständig werden können, ne, dass sie von zu Hause ausziehen können, damit sie, sage ich mal, auf eigene Beine stehen. Aber ansonsten müssen sie sich über Leistung anbieten. Ne? Das ist das, was wir, da wo wir Geld ausgeben, ist im Prinzip in die Infrastruktur, ne, in die Trainingsbedingungen, in die Trainingsvorbereitung und in die Ausbildung, sprich die Trainer, gut ausgebildete Trainer, Trainer, die Ambitionen haben. Das ist das, wo wir im Prinzip investieren. Und die Jungs sollen sehen, dass es denen an nichts fehlt, ne, aber dass sie noch ganz unten sind im Prinzip. Ne. Und jeder, man sieht Hertha BSC, die zweite Mannschaft, genauso im Prinzip in der Jugend erfolgreich, haben massive Schwierigkeiten in der Regionalliga. Das ist das versuchen wir ein bisschen anders zu gestalten. Ne. Und das muss jeder Verein für sich im Prinzip entscheiden. Aber es ist ganz schwer, ich weiß es aus eigener Erfahrung, jungen Spielern die Wahrheit zu sagen. Die wollen die Wahrheit gar nicht hören. Ne. Das ist immer das Problem. Ein Junge, der super erfolgreich ist in der A-Jugend, dem musst du klar machen, irgendwie das reicht nicht. Manchmal sind es auch gar nicht die Jungs, manchmal sind es auch die Eltern, die es nicht wahrhaben wollen. Wenn man den Jungen sagt, es wird schwer, mach eine Ausbildung. Ich habe Eltern vor mir sitzen gehabt, die gesagt haben, mein Junge braucht keine Ausbildung, er soll sich auf Fußball konzentrieren. Ne, das ist, und wenn wir wissen, wie viele Fußballer es wirklich dann nach der Karriere geschafft haben und ausgesorgt haben, und wir versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich bin ja auch
Ich habe auch Abitur gemacht, ich habe lange Fußball gespielt und wollte dann in dem Job arbeiten. Ich musste mich trotzdem weiterbilden, weil man nichts geschenkt bekommt. Ich musste mich dafür interessieren, ich musste die Schulbank drücken. Das kommt nicht von ungefähr, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Und das muss man versuchen, denen zu erklären. Und das ist ein schmaler Grat. Man muss sich auch mal von guten Spielern trennen, weil das nicht funktioniert. Und man sagt, also die Verantwortung möchte ich nicht übernehmen, dafür, dass du deine Schule wegschmeißt. In unserem Leistungszentrum im Internat sind alle verpflichtet, zur Schule zu gehen. Und wenn einer das nicht macht, fliegt er auch raus. Also guter Spieler hin, guter Spieler her, wir haben eine Verantwortung, okay. Und dem müssen wir erstmal gerecht werden. Herr Bürger, gibt es in Berlin gute Beispiele dafür, für so eine Vereinsarbeit, wie sie Pablo Thiam gerade beschrieben hat? Ja, also da wollen wir mal auch vielleicht mal auf manche Punkte kommen. Wolfsburg, eine schöne Stadt, auch in einer Stunde oder von Spandau aus zur Rhein. Das ist die Stadt mit dem Heimatsitz eines Weltkonzerns. Und dieser Weltkonzern investiert auch in diesen Verein. Das ist hoch zu beachten und da muss man wissen, was dahinter steht. Und die wissen auch, warum sie das tun, nehme ich mal an, sind ja kluge Leute. Da ist dann schon klar, was man eben machen kann als Aufbau und sich eben gute Trainer leisten, die machen Trainingszentrum machen oder auch eben, die wissen auch, da ist ja nun das, die Ressource viel zu klein von Wolfsburg, die müssen gucken, Talente aus ganz Deutschland, die sie dann in ihre Mannschaften integrieren und das ist, glaube ich, ja eine Entwicklung, die man in Deutschland auch anderswo auf der Spitze eben hat. Und für das große Problem für Berlin liegt einfach darin, das muss man ja einfach mal sehen, eine 3,4 Millionen Stadt, Hauptstadt Deutschlands. Jetzt haben wir gerade wieder einen Bundesligisten aus der ersten Liga aufgestiegen und als Hauptziel ausgegeben, vollkommen richtig, in der Liga zu bleiben. Wir haben einen Zweitligisten, der in einem speziellen Teil der Stadt verankert ist, wirklich fest verankert quasi ist, als Nische, ne? Der eine Marke aber ist, neben Pauli, glaube ich, ist das Union, ist eine Marke mit einem wirklich sozusagen authentischen Anspruch. Den haben wir, die vorne mitspielen, vielleicht die Chance haben aufzusteigen, weiß man nicht. Und darunter geht es dann schon, haben wir Abstieg, hatten wir eigentlich nicht aus der dritten Liga und dann haben wir eben jetzt ihren Verein, der auf dieser Ebene sitzt. Und ich finde, wenn man darüber spricht, muss man immer sehen, dass Fußball in Deutschland ein solches Niveau hat und eine solche Anstrengung bedarf, dass das nicht geht ohne wirtschaftliche Potenz. Das ist die schlichte Wahrheit. Das kostet viel Geld. Natürlich hohes ehrenamtliches Engagement, was hoch zu loben ist, finde ich auch großartig für mich. Sozusagen allgemein fast das Wichtigste, aber man muss wissen, wenn man auf dieser Ebene mitspielt, brauchst du eben wirtschaftliche Potenz. Und das ist, das darf ich Ihnen mal verraten, für viele Bundesliga-Vereine, nicht nur Fußball. Ich kenne sie alle, also die bekannten Bundesligen, können wir immer Handball, Volleyball, Basketball, Fußball, Eishockey. Ich habe zwar nicht in allen deren Bilanzen gucken können, aber ich kann Ihnen verraten, es ist kein Staatsgeheimnis. Bilanzen wie Bayern München hat keiner und Auswürfe wie Bayern München. Und das sind Leute, die sich hoch engagieren. Das heißt, der Markt ist knallhart. Ich kenne das zum Beispiel vom Handball, da ist ja was geschehen, dass in kürzester Zeit, da war ja tote Hose in Berlin, ein Verein auf die Spitze und die Handballspitze ist toll, hochgeführt wurde, aber glauben Sie nicht, dass sie in der wunderbaren Max-Schmeling-Halle sozusagen ein Gedränge haben, dass die Leute sich um Karten prügeln. Manchmal hat man den Eindruck bei den Verantwortlichen, ich kenne das, dass du denkst, warum tust du das überhaupt? Du musst die Leute durch Bartergeschäfte dazu bringen, dass sie kommen. Also man muss einfach mal sehen, Berlin, eine Stadt mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten, großartig die Stadt, die Kultur, alles hast viele Möglichkeiten, mit Sport, ein Verein. Und das ist wahnsinnig schwer, wenn du dann im Gegensatz jetzt nehmen wir an, zu Wolfsburg, einen Weltkonzern im Kreuz hast, der eben sagt, wir machen dieses und jenes. Das darf man nie vergessen. Das ist in Berlin unheimlich schwierig. Und das müssen Sie auch vor dem Kopf haben oder im Hinterkopf haben, wenn man sagt, man will sich da weiterentwickeln. Ohne wirtschaftliche Basis geht da gar nichts. Und die Anforderungen, die der
Deutsche Fußballverband eben stellt. Sie kennen das alles an Sicherheit, an Stadien etc. Die sind ja auch nicht Wahnsinn. So, dass man sagt, das machst du ex ermolo. Da musst du auch schon Einsatz bringen. Ja, also das ist Kosten für die sehr schwierig. Insofern sage ich jetzt mal, ich finde das toll, dass sich so ein Verein fusioniert hat, dass er Ansprüche hat. Aber man muss wissen, das ist ein harter Weg. Und nun sage ich auch mal, bei allem Respekt, ich finde auch toll, die erste Bundesliga und oben und toll. Aber es ist auch hoher sportlicher Erfolg in den Ligen drunter. Und das ist auch großartiger Sport. Muss man auch mal vor Augen haben. Man muss nicht immer nur sagen, nur die da oben. Das ist ja auch ein Elend, dass die Leute nur noch Sky gucken und anders und gar nicht merken, dass vor ihrer Haustür eben auch Leute Sport treiben, der exzellent ist, wo man gucken kann. Das muss man auch mal im Kopf haben. Ja, fällt mir gerade ein, SV Meppen, ich weiß gar nicht, gegen wen die heute spielen, auf jeden Fall wird das auf Sport 1 übertragen. Ich weiß gar nicht, ob es da so, also es ist ja nicht so, dass man da... Ja, sie wollen aber nicht nur die Leute vom Fernseher haben, sondern es wäre ganz gut, wenn sie auch mal hier hinbewegen und mal authentisch sozusagen, leibhaftig das erleben, das ganze Spielfeld im Blick haben, sich authentisch über den Schiedsrichter ärgern können oder freuen können über ein Tor. Das ist doch auch was Schönes. Ja, ich dachte gerade kurz an die Fernsehgelder, die da ergeben. Ja, natürlich brauchen sie die, ich meine, sind sie ja froh, in ihrer Sport, einem Fußball, gibt es Fernsehgelder, woanders müssen sie Geld zahlen, dass es Fernsehen überträgt. Herr Schulz, Pablo wird gleich unter die Decke gehen, wenn ich Ihnen die Frage stelle, aber würde es die Attraktivität der Liga, sagen wir mal der Regionalliga, nicht erhöhen, wenn man die Vereine ausklammern würde, die am Tropf der großen Bundesligisten hängen? Es ist nicht ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Vorsicht, sage ich da, die Antwort hat vielleicht News-Charakter. Nein, das ist ja eins der grundsätzlichen Probleme, das wir seit Jahren diskutieren. Was machen wir deutschlandweit mit den zweiten Mannschaften? Da gibt es sehr überzeugte, und Pablo hat ja sehr gut dargestellt, wie er für Wolfsburg diese Aufgabe sieht. Aus Sicht vieler Vereine sind die zweiten Mannschaften, wie sie ja leichtfertig immer so bezeichnet werden, insofern etwas unattraktiver, mangelt Zuschauerzuspruch. Das ist eine Diskussion, die seit Jahren geführt wird, die bei jeder Spielklassenreform immer wieder auf der Tagesordnung steht. Nur es gibt nur eine einvernehmliche Lösung in Deutschland. Man schafft weder schafft es der Amateurbereich, den Profibereich rauszudrängen aus den Amateurligen, noch kann es die Liga für sich alleine entscheiden. Also das Ganze geht nur in einem Konsens. Da gibt es sicherlich auch Überlegungen, ob man sein 23-Team halt ausgliedert in einen EV-Verein, der dann letztendlich dort die Spieler, oder man die dort parkt, das ist letztendlich wie so ein Farmteam, was man so vom Basketball auch in anderen Ländern kennt. Ich weiß, dass das in Deutschland punktuell diskutiert wird, aber momentan mindestens nicht mehrheitsfähig ist, nach meinen Feststellungen jedenfalls. Die Liga hat da eine sehr klare Position bezogen. Sie will diese Spielklassen so für sich nutzen. Und wenn man in die Regionalligen schaut, gut, im letzten Jahr ist keine zweite Mannschaft aufgestiegen, aber wenn, so wie es ausschaut, in diesem Jahr Wolfsburg möglicherweise dann bei den Aufstiegsspielen haben, aus Bayern kommt aller Voraussicht nach wieder eine zweite Mannschaft eines Profivereins, weil die Amateurvereine dort die Voraussetzungen nicht erfüllen. Und ich glaube, es wäre nicht gut am Ende, wenn in den Partien ausschließlich zweite Mannschaften die drei Aufsteiger ausspielen. Insofern, weil das ist immer die Frage, wie weit bleibt das Fenster offen letztendlich, auch für Vereine, die aus dem Amateurbereich halt wirklich nach oben wollen. Geht es am Ende nur wie bei RB Leipzig mit einem Konzern, der dann zwar nicht in Leipzig sitzt, sondern in Österreich bekanntermaßen, aber viel, viel Geld in den Sport investiert? Oder haben Vereine wie Heidenheim momentan in der dritten Liga auch noch eine Chance, letztendlich nach oben zu kommen? Und das ist eine Diskussion, die seit Jahren geführt wird und die uns auch weiter begleiten wird. Und die aber, wie gesagt, bei der gegenwärtigen Konstellation und die Verträge sind so ausgehandelt, dass sich das auf Jahre nicht ändern wird, werden wir das nur im Konsens hinbekommen. Insofern können wir darüber immer wieder diskutieren. Was ich ein Stück weit nicht verstehe, das kennen jetzt die Zuschauerzahlen in Wolfsburg nicht, aber warum letztendlich auch so wenig Leute dorthin gehen. Also man kann sich die zweite Mannschaft des ersten FC Union durchaus angucken, aber sie haben nicht das Fanpotenzial wie ihre erste Mannschaft oder auch für Hertha. Da werden am Sonntag die Babelsberger wieder in der Überzahl sein, was die Zuschauerzahlen anbelangt, weil da mehr Gästefans sein werden als wie eigene Herthaner, die dort ins Stadion gehen. Und das ist immer so ein bisschen, denke ich, auch so ein Stück weit ein Stimmungsproblem, dass so ein bisschen diese Regionalliga und darüber hinaus dann auch die dritte Liga, wenn dann immer mehr zweite Mannschaften sich dorthin entwickeln würden, mit Sicherheit auch ein Problem darstellen werden. Christoph? Also um das Thema dann mal abzuschließen, also ich finde es nicht schlimm mit den zweiten Mannschaften. Erstens ist es so und zweitens bleibt es auch so. Von daher muss man sich einfach darauf einstellen. Ja. Und es ist auch für
den Wettbewerb oder den Fußball insgesamt in Deutschland einfach wichtig, dass diese zweiten Mannschaften diesen Männerfußball erleben. Und wo sollen die das denn machen? Wenn die das dann wieder nur in einer Liga mit zweiten Mannschaften machen, nur unter sich, dann spielen die verlängerten A-Jugendlichen ja wieder da gegeneinander. Das bringt doch gar nichts. Und insofern müssen so Vereine wie wir, die eben mit Männern da antreten, eben sich auch diesem Wettbewerb stellen und vor allen Dingen dann auch diesen Jüngeren, die dann von mir aus bei Wolfsburg, Union oder Hertha BSC spielen, dann eben auch die Möglichkeit geben oder bieten, dass sie jetzt gegen Männer spielen. So, und wenn wir dann eben so gut sind, dass wir dann auch mal besser sind als die Jüngeren, dann steigen wir auf. Ich bin nur sonst eigentlich dagegen, dass man sagt, jeder müsste doch gleiche Chancen haben. Jeder müsste doch die Chance haben, jetzt mal in die erste Bundesliga aufzusteigen. Sorry, da gibt es nur 18 Plätze und es gibt viel, viel mehr Vereine. Und von daher wird sich immer jemand da ungerecht behandelt fühlen und das System vielleicht jetzt ungerecht finden. Also ich finde es gut und vor allen Dingen bringt es auch unserer Männermannschaft dann auch was. Aber auch bei uns spielen ja viele Junge. Wenn man dann mal gegen so eine top ausgebildete Mannschaft, die einfach ein Spielsystem der ersten Mannschaft übernimmt, welches auf einem ganz anderen Niveau dann abläuft, die übernehmen das und die zelebrieren das hier mal auf den Rasen. Also unser schönstes Heimspiel in dieser Saison war, glaube ich, das gegen Union 2. Da hat man wirklich gesehen, wie Union 2 das da abarbeitet und es war auch gut. Und das war auch für unsere Mannschaft ein guter Lernprozess. Von daher muss dieser Lernprozess eigentlich auch andauern. Und wenn wir nur gegen Jena und Magdeburg spielen, da will ich jetzt nicht sagen, da können wir nichts lernen. Aber ich glaube, bei Union und bei Hertha BSC ist der Lerneffekt ein anderer. Also, Pablo, ja. Das ist das Thema, das kriegen wir immer wieder zu hören. Und zu den Zuschauerzahlen. Ne? Wir haben jetzt am Wochenende gegen Hannover gespielt. Ich musste darum kämpfen, dass das Spiel nicht verlegt wird, weil die Polizei hätte lieber das Spiel an einem Bundesligaspieltag gelegt, am besten parallel zur ersten Mannschaft auswärts, sodass keine Fans kommen können. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn die zweite Mannschaft vom VfL Wolfsburg nicht in der Regionalliga oder dritten Liga spielen darf, wo soll denn die zweite Mannschaft von Union Berlin spielen? Wo soll die zweite Mannschaft von Magdeburg spielen? Dann spielen die irgendwann in der Kreisklasse. Der deutsche Fußball ist so gut geworden, weil es die Leistungszentren gibt und die werfen jedes Jahr Spieler ab. Wie gesagt, es werden nicht alle Profis, aber die Amateurligen haben sich dadurch immens verbessert. Wir haben jetzt wir spielen regelmäßig Freundschaftsspiele, auch gegen Berliner Mannschaften und so weiter. Da merkt man einfach, dass das Niveau ganz anders ist. Ne? Wenn wir gegen eine Oberligamannschaft spielen in Niedersachsen ist es was ganz anderes, als wenn wir gegen eine Oberligamannschaft spielen in Berlin, weil das Niveau einfach höher ist. Das muss man auch bedenken. Und man darf nicht vergessen, die U23, wir haben eine bessere A-Jugend. Die Spieler kommen mit 18 hoch und wir dürfen mit 3 älteren Spielern spielen, die wir natürlich versuchen einzubauen, um unserem ganzen Gebilde eine gewisse Stabilität zu bekommen. Wenn wir dann nach Magdeburg fahren und 5-0 in Magdeburg gewinnen und wissen, dass die einen holländischen Trainer haben, dass die holländische Spieler gekauft haben und wissen, was diese Spieler verdienen, dann tut es mir leid, dann haben sie es einfach nicht verdient. Es ist ein Wettbewerb und es gibt klare Regeln, an die halten wir uns. Wir sind aus dem DFB-Pokal ausgeklammert worden. Wir haben keine Fernsehgelder mehr bekommen im letzten Jahr, wo das noch dreigleisig war. Darum geht es uns nicht. Es geht nur darum, und ich habe selber mal in einer besseren Liga gespielt, wo die zweiten Mannschaften gegeneinander spielen. Das hat keinen sportlichen Wert. Da sind die Spieler nicht gefordert. Das macht keinen Sinn. Und wir machen das, und der DFB oder die DFL hat dieses System mit den Leistungszentren auch eingeführt, damit der deutsche Fußball sich verbessert. Es gibt gewisse Regeln. Und es tut mir leid, wenn eine erste Mannschaft, Kiel ist aufgestiegen, Halle ist aufgestiegen, die haben sich durchgesetzt, die waren einfach besser. Nur wenn wir gegen Mannschaften spielen, die einen Anspruch haben, nur weil sie irgendwann mal in der ersten Liga gespielt haben, einfach durchgereicht zu werden, damit das alles funktioniert, damit das heißt, es geht, das sehe ich nicht ein. Die sollen sich gegen unsere Jungs durchsetzen. Wir haben junge Kerle und wie gesagt, natürlich haben wir gute Trainingsplätze, das ist das eine. Wir haben einen Mannschaftsbus, mit dem wir irgendwo vorfahren können, das ist auch toll. Aber das gewinnt keine Spiele. Das alleine gewinnt keine Spiele. Und da müssen sich die Vereine auch ein bisschen hinterfragen. In Berlin laufen die, also mit Abstand, Berlin hat mit Abstand die meisten Spieler
In Berlin tummeln sich Scouts von Bayern, von Leipzig, von überall. Berlin hat halt Talent. Ja, aber wo sind die Talente dann? Ja, die gehen meistens weg. Ja, da muss man sich fragen, warum? Und warum hat man sie nicht gehalten? Und dann heißt es immer, Jerome Boateng-Wälster in München, der Kevin war in England, überall waren sie geschätzt, nur hier nicht. Und dann kommen sie als Stars wieder. Die Spieler muss man aufbauen. Die Spieler muss man halten. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber das ist das Problem. Man darf nicht immer über die zweiten Mannschaften schimpfen. Die Jungs sind doch hier. Also ich bin nicht und war nicht Scout und Trainer bei Hertha BSC, da wird es ja gar nicht zu reichen. Aber ein bisschen weiß ich, dass man sich schon bemüht hat. Aber ich habe das ja vorhin versucht zu erklären. Das ist eben manchmal in der Entwicklung eines jungen Menschen, wie wir so schön sagen, gibt es eben Phasen, da ist es schwierig, das hinzubekommen. Und bei den beiden war das eben so, dass die dann eben gesagt haben, wir gehen. Obwohl viele gesagt haben, das sind große Talente, die muss man unbedingt halten. Aber das lässt sich nicht ändern. Vielleicht war auch nicht die Angebote in Berlin nicht gut genug. Das ist nun mal so. Auf der anderen Seite ist es ja schön, sage ich jetzt wieder allgemein, es ist doch schön, wenn in einer Stadt wie Berlin eben viele junge Leute, auch manche eben mit Migrationshintergrund im Fußball ihre Stärken entwickeln, da ihren Weg gehen, das finde ich doch eine tolle Sache. Und klar ist, in so einer großen Stadt werden wir nicht eben alle halten können. Manche kommen eben später wieder zurück. So ist die Welt, muss man sagen. Das Wettbewerb ist halt so. Ich habe nur davon gelesen, dass es irgendwann mal, weiß ich nicht, musst du aber besser wissen, dass es ein Scout-Verbot oder sowas geben könnte. Ich weiß gar nicht, wieso man sowas macht. Ne? Man kann ja die Leute, die kommen ja nicht und sagen, hier, ich bin Scout und gucke, die kommen aber. Wobei ich meine, jetzt jemand, der nicht da unmittelbar ist, ich lese dann nur in Zeitungen manchmal, dass ich sage, da wird auch eben manches übertrieben. Ja? Also wenn ich dann höre, dass in England oder sonst wo 13- oder 12-Jährige verpflichtet werden, das kommt mir eher vor wie eine Zucht als eine Entwicklung von jungen Menschen. Das halte ich einfach übertrieben. Und man liest allenthalben was, Sie haben das auch schon erwähnt, oder Sie, dass eben auch Eltern, ja, die dann sagen, naja, Hauptsache, der Sohn wird Bundesligaspieler, dann hast du deins, da gibt es wirklich Geschichten, da könnte man Geschichten drüber schreiben. Das hat auch manche Verzerrung, gibt es da. Und man versteht das, man liest die Summen ganz oben von der Spitze und dann gibt es eben bei manchen, die dann gewissermaßen durchdrehen und nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Rasen oder auf dem Boden stehen. Da muss man auch ein bisschen achten. Also ich sag mal, es ist so, in der absoluten Weltspitze werden eben nicht alle hinkommen und die deutsche Bundesliga hat ein sehr hohes Niveau, das ist auch gut so, international besetzt. Darunter sind auch sehr gute Mannschaften und unseren Ligen drunter sind auch klasse Fußballspieler. Das ist eben so. Das ist doch eine tolle Angelegenheit. Und ich finde, man kann auch im Leben als Sportler sehr, sehr glücklich werden, wenn man von sich sagen kann, ich habe Regionalliga gespielt. Also ich habe das nie im Leben. Hätte es auch nie zugereicht. Das ist doch eine tolle Sache. Finde ich, muss doch ein bisschen mal auch, das Leben fängt doch nicht an, wenn ich sage, ich spiele nur in der ersten Bundesliga und wenn es geht bei Bayern München oder doch woanders. Das ist doch Käse. Herr Schulz, jetzt sind wir hier, um darüber zu sprechen. Ist der FC Viktoria auf dem Weg nach oben, also beispielsweise auf dem Weg in die dritte Liga, oder wird er das irgendwann mal sein? Und die Frage an Sie, mit was für einem finanziellen Wagnis ist es eigentlich verbunden? Weil nicht jeder Verein, der darum bemüht war, ist auch erfolgreich gewesen. Viele sind sogar daran gescheitert, und zwar sehr ernst. Ja gut, gibt sicherlich eine Menge Vereine, die auf so einem Weg gescheitert sind, wobei ich nicht in der Lage bin zu beurteilen, welcher finanzielle Aufwand heutzutage geleistet werden muss. Ich weiß nur, dass es in Deutschland im Bereich der vierten Liga nicht gelingt, letztendlich über entsprechende Verträge großartige Fernsehgelder zu rekurrieren. Wir haben es im Nordosten mit einem Mini-Bereich als einzigste Regionalliga geschafft, letztendlich eine kleine Unterstützung leisten zu können. Das reicht bei Weitem nicht, um jetzt wirklich die Entwicklung positiv zu beeinflussen. Das ist etwas, was wir als weder als Regional noch als Landesverband machen können. Das funktioniert auf dieser Ebene nicht. Was wir, meine ich, ganz gut hinbekommen haben, ist in der Tat, und insofern bin ich da gar nicht im Gegensatz zu Pablo Thiam, was in den Leistungszentren geleistet wird, die letztendlich natürlich auch nicht aus purer Freundlichkeit eingerichtet worden sind, sondern durchaus auch mit entsprechendem Druck nach entsprechend schlechten Leistungen der Nationalmannschaft 2000 und 2004. Also ganz freiwillig, heute sind alle begeistert davon und sagen alle, dass das richtig war. Und ich bin davon überzeugt, dass da hervorragende Arbeit geleistet wird, übrigens auch in
Berlin, weil die Frage vorhin war, wir haben diese beiden Verbundsysteme bei Union und bei Hertha und wir haben auch dort hervorragende Spieler und der ein oder andere, wenn man Nico Schulz nimmt oder Björn Jopek bei Union, also es gibt auch die positiven Beispiele, dass die Talente auch in Berlin eine Chance haben, aber der Großteil geht sicherlich in der Tat in den Amateurbereich letztendlich, in den Bereich der vierten Liga und auch in die Oberliga letztendlich. Also der Fußball, gerade der Amateurfußball, profitiert unheimlich von diesen Entwicklungen, genauso wie er von den sportbetonten Schulen, Eliteschulen profitiert, weil dann natürlich mehr Spieler ausgebildet werden, als wir die erste und zweite Liga aufnehmen können. Überhaupt keine Frage. Also da will ich auch nicht falsch verstanden werden. Mir ging es vorhin mehr um die Möglichkeit, wie es einen Verein in der Tat schaffen kann. Und ich bin dankbar, dass wir in Deutschland immer noch diese Durchlässigkeit haben in den Ligen. In der Eishockey hat es ja mal ein paar Jahre ausgeschlossen, da gab es keinen Abstieg mehr, bis sie gemerkt haben, dass das völlig unattraktiv ist, wenn man immer nur den gleichen Kreis von Vereinen hat. Anders ist es völlig klar, in den etablierten Kreis von 18 Erstligisten zu kommen. Da muss man als Verein sicherlich schon einen langen Atem haben und sicherlich auch einen riesen Background im wirtschaftlichen Bereich. Insofern, ob es in Berlin, und das ist ja mal die Frage, die auch heute wieder, wenn man den Kicker gelesen hat, immer diese Diskussion der dritten Kraft in Berlin. Nach meiner Auffassung hat die Region Berlin-Brandenburg allemal das Potenzial, einen weiteren oder auch zwei weitere Vereine im Fußballbereich, im oberen Bereich der Ligen zu etablieren und letztendlich dort auch eine Überlebenschance zu haben. Auch wenn sicherlich die wirtschaftlichen Voraussetzungen, Großsponsoren zu finden, die Deutsche Bahn ist ja einer der Konzerne oder überhaupt der einzige, der hier seinen Sitz in Berlin noch hat, der ist letztendlich ja Sponsor bei Hertha BSC oder wirtschaftlicher Partner. Und danach ist es ein Stück weit schwierig, in Berlin wirklich Großunternehmen zu finden. Insofern sehen Sie auch bei Union, selbst nach positiven Entwicklungen, es gibt nach wie vor nicht den Top-Brustsponsor, der da großartige Gelder zur Verfügung stellt, sondern da muss man möglicherweise den Weg gehen, das Ganze auf breite und auf möglichst viele Schultern zu verteilen, um letztendlich dann auch nicht in die Gefahr zu raten, wenn ein Großsponsor aus wirtschaftlichen Gründen sein Engagement beenden muss, dass dann auch der Verein gleich gefährdet ist, sondern dass man das auf eine breite Basis stellt und letztendlich dann auch einen Ausfall mal verkraften kann, indem halt die Gemeinschaft der Sponsoren das Ganze dann auffangen kann. Ich bin mir sehr sicher, aber das kann sicherlich der Verantwortliche seitens des Vereins wesentlich besser beurteilen können, wie hoch das Sponsorenaufkommen letztendlich sein muss, um letztendlich den Fußball finanzieren zu können. Weil ein Problem haben wir natürlich in Berlin. Wir haben beim Publikumszuspruch nach wie vor das Problem, dass der Amateurfußball nicht so wahrgenommen wird. Er wird letztendlich auch in den Medien dank des MDR mindestens ja in diesem Sender wahrgenommen, aber alleine schon die Gespräche, und ich habe die selber mit dem RBB geführt, wie weit da eine Chance besteht, überhaupt den Amateurfußball und auch den Amateursport insgesamt stärker zu verankern. Und die Auskunft, die man dort immer sofort bekommt, es gibt halt so viele Bundesligisten in dieser Region, die letztendlich die Sendezeiten derart ausfüllen, und natürlich haben auch die Sportarten einen Anspruch darauf, auf Sendezeiten. Insofern ist das sicherlich ein Riesenproblem. Ich glaube schon, dass über mehr Fernsehpräsenz möglicherweise halt die Leute doch mal auf die Idee kommen, am Sonntagnachmittag nicht Sky zu gucken, sondern halt einfach mal hierher zu gehen oder ins Sportforum nach Hohenschönhausen zu gehen, wo man momentan hervorragend Oberliga-Fußball sehen kann mit einem souveränen Tabellenführer. Also insofern, Potenzial ist sicherlich da und der Zuschauerzuspruch könnte sowohl hier wie auch sicherlich bei anderen, auch bei BHK, wir sehen es ja gerade in den oberen Ligen, über vierstellige Zahlen freut man sich dann, wenn man sie erreicht. Ich finde es auch toll von der Entwicklung her, aber jedermann weiß auch, dass man damit mit Sicherheit nicht den Aufstieg in die dritte Liga finanzieren kann. Christoph, du hast jetzt gehört, paradiesische Bedingungen in Wolfsburg, die Stadt könnte eine dritte Kraft, nennen wir sie mal so, gebrauchen. Wo sind denn eure Hindernisse auf dem Weg nach oben oder wo sind schon mal die Schwierigkeiten, die Liga überhaupt zu halten? Also vielleicht mal die Hindernisse, bevor wir zu den Schwierigkeiten, die Liga zu halten, kommen, denn das Thema kenne ich gar nicht. vielleicht mal zu den Hindernissen auf dem Weg nach oben. Also erstmal jetzt zu dieser finanziellen Situation, ganz ehrlich, der Blick in die Bücher des FC Victoria 89 ist tatsächlich den Mitgliedern vorenthalten. Ich kann heute hier nur verraten, der Verein befindet sich nicht in einer Schieflage. So, mit Unternehmen und auch Vereinen in der Schieflage kenne ich mich ja berufsbedingt ein bisschen aus. Ich habe drei Insolvenzverfahren bearbeitet, zweimal Tennis Borussia, einmal den BFC Dynamo. Wir konnten die Vereine jeweils retten. Ob ich das heute noch tun würde, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, die Rechtsträger existieren ja weiterhin. Ein Kollege aus meinem Büro bearbeitet derzeit die Insolvenz des Vereins Offenbacher Kickers. Und da will ich vielleicht mal ansetzen. Ich meine, wir müssen uns doch hier alle nichts vormachen oder man muss doch da auch mal an der Stelle wirklich Klartext reden. Wenn Sie sich, und das tue ich berufsbedingt, die Bilanzen der
Bundesliga-Vereine angucken, und jetzt rede ich von der ersten Bundesliga, da ist mehr als die Hälfte nicht mit ausreichendem Eigenkapital, also nicht mit positivem Eigenkapital belegt. In der zweiten Liga finden Sie keinen Verein mit positivem Eigenkapital. Und jetzt wissen Sie wahrscheinlich genau, was kommt. In die dritte Liga brauchen wir gar nicht gucken. So, das heißt also, die sind eigentlich alle antragspflichtig. Und die tun das nur deswegen nicht, weil sie ja Sponsoren haben, die das Ganze finanzieren. Die ganze Unterdeckung, die der Verein da erwirtschaftet, ausgleicht. So, und das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Und daraus haben wir bei Victoria 89 ja nie einen Hehl gemacht. Wir haben gesagt, wir versuchen hier den Verein zu ordnen. Wir versuchen ihn weiterzuentwickeln und wir versuchen dann auch sportlich Erfolg zu haben. Und in den letzten 5 Jahren hat das prima geklappt. Wir haben 2 Aufstiege gemacht, dann diese tolle Fusion. Und haben aber immer gesagt, wir tun das, was wir uns leisten können. Und wenn man dann jetzt weiter will, stellt sich in der Tat die Frage, wie soll das gehen? Und so wie wir derzeit aufgestellt sind, ist es natürlich schwierig. Mit den Zuschauereinnahmen, die wir hier generieren können, auch wenn sie 4-stellig sind, bringt tolle Atmosphäre, Spaß, fühlt sich mehr nach Fußball an als früher. Aber nach vorne kommt man damit natürlich nicht. So, Unterstützung vom Fußballbund, vom Land Berlin, von der Bundesrepublik Deutschland, wollen wir gar nicht von reden, wird es eigentlich auch nicht geben. Also kann man dann nur noch 2 Wege gehen. Und da haben wir auch immer ganz klar gemacht, wir machen nur den einen Weg. Wir wollen das ganz breit aufstellen. Wir wollen die Stadt mitnehmen und damit erstmal hier im Kiez anfangen, ob das Tempelhof war zu unserer Zeit mit der Bosestraße, ob das jetzt Tempelhof und Lichterfelde ist. Beide Kieze wollen wir hier mitnehmen und dann uns weiterentwickeln in die Stadt. Und dann einfach mal, jetzt nicht einfach mal sehen, sondern wir glauben ja daran, dass es sehr wohl Potenzial gibt, dass wir sehr wohl Berliner auch für, das sehe ich genauso, wie das hier schon vielfach gesagt worden ist, für ehrlichen Amateurfußball, hier wo man wirklich dem Spieler dann auch beim Schwitzen zusehen kann, das ist manchmal besser als Sky gucken, finde ich jedenfalls. Und da sehen wir einfach Potenzial in dieser Stadt und wollen das einfach rannehmen. Denn die andere Variante ist, wir nehmen uns 2, 3 Verrückte, die bezahlen irgendwie die Zeche und finden es dann ganz toll, dass sie in die dritte Liga aufgestiegen sind. Und dann sind die 2, 3 Verrückten irgendwann nicht mehr verrückt und sind dann auf einmal weg. Und dann macht man da sowas, was Tennis Borussia 2-mal gemacht hat und der BFC Dynamo 1-mal. Und das kommt für uns nicht in Betracht. Und diese Sportvereine in Schieflage, genau das wollte ich auch noch ergänzen, das ist ja gar kein, ist ja kein Ausnahmezustand. Allein derzeit gibt es ja sowohl Alemannia Aachen als auch den Wuppertaler SV als auch Kickers Offenbach. Alles 3 grandiose Traditionsvereine, die sich gerade im Insolvenzverfahren befinden und sich da versuchen zu ordnen und Probleme haben mit den Regelungen, die der DFB und die DFL für so eine Situation vorgesehen hat. So, also da wollen wir einfach auf gar keinen Fall hin. Deswegen haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit, alles auf breite Beine, auf viele Schultern zu verteilen. Und wenn man sich dann stark genug fühlt, dann würden wir selbstverständlich ganz gerne auch noch weiter die Professionalisierung nach oben treiben und dann auch attraktiven Drittliga-Fußball hier für die Stadt bieten. Und das ist ja auch unser Ausgangspunkt gewesen damals. Dafür sehe ich Potenzial. Ich sehe viele, viele Fußballfans hier in dieser Stadt, die nicht so gerne in die alte Försterei fahren, weil es ein bisschen weit ist, die nicht so gerne zu Hertha BSC gehen, weil da wollten sie noch nie hin, sind sowieso Zugezogene, kommen aus dem Ruhrgebiet, Bayern, sonst wo. Und diese Leute, die wollen wir hier für diesen Verein begeistern. Und da glaube ich nach wie vor dran, dass das klappt. Aber das klappt nicht von heute auf morgen. Erst recht nicht über Nacht. Das ist viel Arbeit. Und wir hier im Verein, wir im Vorstand sind dazu bereit. Und mal gucken, wie es uns trägt. Okay. Aber kein Harakiri. Wir wollen jetzt auch den Abend nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar Fragen. Wenn Sie sich noch ein paar Minuten gedulden, gerade Herrn Bürger, wollte ich fragen, wie sind denn die Möglichkeiten eigentlich des Landes oder des Kiezes oder sagen wir mal Institutionen wie der Landessportbund, um Vereine zu unterstützen? Und wo sind die Grenzen der Unterstützung? Wo ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Ja, ich fand, das war ja ein schönes Schlusswort an sich, aber jetzt kommen Sie auf unangenehme Fragen. Also ich vertrete nicht mehr das Land, sondern nur den Landessportbund. Da kann ich sagen, wir haben das für alle da, wichtig genug, das muss man sehen. Immerhin komme ja auch, will das nicht verleugnen, aus lange Jahre in einer politischen Partei tätig gewesen. Die würden von solchen Mitgliedszahlen träumen. Ne?
gibt, glaube ich, in Deutschland gar keine Partei mehr, die 620.000 Mitglieder hat, wie der Landessportbund Berlin. Der Sportbund insgesamt 25 Millionen Menschen, die organisiert Sport treiben. Das ist was ganz Tolles, hilft aber auch manchmal nicht weiter, wenn man die Entscheidungen in München und woanders sieht. Aber es ist ein anderes Thema. Das Land gibt über finanzielle Mittel dem Landessportbund Geld. Unser Etat liegt etwa bei 25 Millionen, das ist auch ganz gut. Und damit, mit diesem Geld versuchen wir, in alle die Verbände, die es gibt, mit Zuschüssen zu unterstützen. Speziell für den Leistungssport haben wir ein Etat, der liegt bei 4 Millionen, habe ich mir extra heute nochmal angeguckt. Da fällt Fußball nicht runter, weil wir sagen, der Fußball ist eine extra Geschichte. Wir zahlen für 2,5 Millionen Landestrainer, ich glaube, das machen wir nicht im Fußball, die zahlen wir für die Fülle von Sportarten, die wir eben haben. Es gibt Bundesliga-Unterstützung. Berlin hat 120 Bundesliga-Vereine. Berlin hat Champions-League-Sieger im Bundesliga-Bereich, die haben nicht die Zuschauer, die sie haben, im Badminton beispielsweise, kennt niemand. No? Das ist aber auch Sport, Spitzensport, Leistungssport, ein großartiger Sport. Also das versuchen wir zu machen, und der Hauptpunkt in unserer Arbeit ist, etwas zu erhalten, was manche lustig oder altertümlich finden, aber sie haben ja auch die Zahl 1889 drin, nämlich den Verein. Das ist ja ein hochinteressantes Produkt, gibt es in anderen Ländern gar nicht. Vereinssport mit all seinen Tugenden und manchmal auch Irrwegen. Ich finde, das ist was Großartiges, nämlich bürgerliches Engagement, Mitbestimmung, die da ist, Eigeninitiative bringen. Das ist wirklich ein großartiges deutsches Konstrukt. Hat auch manchmal Perversitäten, kennen wir, Vereinsmeierei, aber wir wollen den Verein, weil wir glauben, dass das für Jugendliche, für Alte, Junge, Arm, Reich ein großartiger Bereich ist. Da versuchen wir, die fit zu machen. Denn, wie heißt es immer so schön, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das muss man unterstützen, tun wir auch. Das Land, also nicht, das ist der Verein, bleibt. Das ist schwierig genug. Und das macht der Landessportbund im Kern. Da gibt es noch ein anderes Thema, will ich gerne hier einführen, was ganz kritisch ist, wissen die wenigsten Leute. Könnte ich Ihnen auch noch einen Sponsor besorgen, will ich mich für einsetzen. Wir leben im Sport von Lottogeldern, weiß kaum einer. Ne? Also ich spiele, seitdem ich Präsident bin, immer mit einem hohen Einsatz, ohne süchtig zu werden, mit, glaube ich, 28 Euro in der Woche Lotto. Das kann ich mir erlauben. Ich würde einen Millionengewinn auch mitnehmen, gebe ich zu, aber ich kenne die Zahl, 1 zu 158 Millionen ist die Gewinnchance. Aber ich weiß, wenn ich 25 Euro einsetze, kommt für den Sport immer was zurück. Das heißt, wir haben ein System in Berlin, es gibt die Ausschüttungsquote und die Hälfte geht zurück, der Staat verdient auch immer, und dann gibt es die Lotto-Stiftung und die verteilen das Geld. Und davon hat der Sport 25% kriegt er. 12,5% wir, 12,5% der Senat. Sein Verband, der größte und wichtigste, über 100.000 Mitglieder, bekommt von Lottogeld für sein Etat 1 Million. Das ist sehr wichtig. Und was passiert gegenwärtig ist aus vielerlei Gründen, weil das Glücksspiel nicht reguliert wird und weil viele Leute woanders spielen, Sportwetten, Monopol, das nicht hinhaut, die nicht werben dürfen, sinken diese Einnahmen immer. Damit also auch die Fähigkeit, sozusagen den Sport, den breiten Sport zu unterstützen. Aber das, was ich gerne machen will, ist, neuerdings dürfen die wieder etwas werben. Zum Beispiel, wenn Sie gucken bei Union, auch bei Hertha BSC ist Lotto. Ich werde die Lotto-Chefin anrufen und fragen, ob sie nicht auch bei Ihnen was machen. Vor allem bei Ihnen hat man noch einen Vorzug. Bei Ihnen laufen ja nicht die Spieler rum auf dem Trikot mit BWin. Das ist ein Club, der ist überhaupt gar nicht zugelassen, ist trotzdem Millionär. Die das machen das. Wenn Lotto Kleinstanzeigen macht, wie in der FUVO, kann sein, dass die Behörde sagt, das ist ihr werbt für etwas, das dürft ihr nicht wegen der Glücksspielsucht. Das ist also vielfach verrückt. Es gibt übrigens keinen süchtigen Lottospieler auf der Welt. Es gibt süchtige Automatenspieler und alles mögliche. Aber es ist ein anderes Thema. Was ich nur sagen wollte, man muss mal begreifen, wie die ganze Kiste finanziert wird. Es ist nicht nur in Berlin so. Bundesweit wird von Lotto etwa im Jahr 400 Millionen für den Breitensport ausgegeben. Wie ich finde, eine sehr vernünftige Geschichte. Und man muss aufpassen, dass das bleibt. Und jeder soll sich das eben überlegen. Wir könnten eben auch mal sehen, das machen. Ja, Sie sollten nicht das, ihr könnt, sollt erst für den Verein was tun, dann kann man auch eine Wettgemeinschaft bilden. Also sonst alleine reicht das nicht. Also ich finde, ich wollte aber darauf hinweisen, das ist die Basis für uns
dieses Geld. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn Lotto, der macht bei ihm ein bisschen Werbung und bei uns, dann könnt ihr aber bei euch auf dieser Tafel eben auch noch was kriegen und das sagen in Lotto. Und man muss es manchmal den Leuten sagen, mit Lotto wird eben ganz viel finanziert. Und es gibt ja auch Menschen hier unter uns, die ein Faible haben für Kultur. Kulturleute sind ja bekanntermaßen immer von dem Stamme nehmen, die nehmen und wissen gar nicht, dass es erwirtschaftet werden muss. Auch die Kultur in Berlin, wenn sie bei den Museen alles das abhängen, was von Lotto gestiftet wurde, haben sie vielerweise Wände. Also das ist ganz wichtig, das ist für uns bedeutsam, deshalb predige ich das, dass man sehen muss, dass in diesem Konzert, was ist, noch ein letzter Punkt dazu, können wir eine extra Diskussionsrunde über Glücksspiel, Glücksspielvertrag, Wetten und so weiter, das ist ein Milliardengeschäft. Es gibt Sie können ja Sportwetten machen, wissen Sie, ne? Ich habe das noch nie gemacht, das ist alles illegal. Es gibt jetzt ein Konzessionsverfahren, das läuft auch gar nicht, wird auch gar nicht gelingen, weil die das torpedieren, das auch falsch angelegt ist. Trotzdem sind die überall zu sehen, Werbung, Bundesligisten und so weiter. Und manche von denen, nicht alle, bezahlen sogar Steuern, diese 5% auf den Bruttoumsatz. Das macht für das Land Berlin, ohne dass der Finanzsenator übrigens das weiß und bekannt gibt, immerhin im ersten Quartal diesen Jahres 5 Millionen aus. Das steigt sogar nur für das Land Berlin. Das ist insgesamt ein Volumen, was ihm das Auge tränt, weil nämlich OZ war früher, das hat er bekommen. Die haben keine Chance, weil sie eben nicht dieses System machen können. Da läuft sehr viel Geld ein und man muss mal überlegen, dass man die Finanzminister dazu bekommt, zu sagen, also wenn ihr solche Sportwetten eben legalisiert, dann müsst ihr auch sehen, dass dieser Ertrag, den er dort hat, eben zurückfließt, in die Veranstalter, also in den Bereich eben Fußball, aber nicht in der absoluten Spitze. Die machen ja schon mit ihren Trikotwerbungen. Sie können ja gar nicht Sky sehen, ohne 15 Mal aufgefordert werden, dass sie eben wetten sollen oder so ein Kram, sondern eben für den allgemeinen Sport. Das ist ein Riesenthema, muss man wissen. Denn ohne Geld ist nichts los für den Breitensport. Und da muss man diese Quellen haben. Die könnte man auch für anderes benutzen. Gilt auch für. Aber das wollte ich nur mal gesagt haben, was die finanziellen Bedingungen sind. Aber wenn der Ertrag des Abends ist, also dazu verpflichte ich mich, ich rufe die an, die wird sich auch bei Ihnen melden. Und das ist dann wenigstens ein kleines Plakat hier, ist ja besser als gar nichts. Erstmal vielen Dank, ich habe noch eine allerletzte Frage. Ja. Herr Schulz, wir haben am Rande kurz darüber gesprochen, verträgt der Berliner Sport oder verträgt Berlin neben Eishockey, neben Füchse im Handball, neben Basketball, neben zwei Bundesligamannschaften im Fußball, noch einen dritten Verein? Ja, also ich bin überzeugt davon, dass die Stadt und die Regionen es allemal vertragen. Muss ich nicht mit London vergleichen, da ist sicherlich das Einflussvolumen noch etwas größer als Menschen, im Berliner Raum, aber ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, auch in Berlin eine dritte und ich sage es ja auch eine vierte Kraft zu etablieren. Ob das für die erste und zweite Liga ausreichend sein wird, da will ich mich sehr zurückhaltend äußern. Wir haben die Entwicklung bei Union über viele Jahre gesehen. Wir sehen es jetzt, dass man es geschafft hat, nach vielen Jahren mit den Zuschauerzahlen in den Bereich von 20.000 zu kommen. Das finde ich für die zweite Liga eigentlich einen hervorragenden Wert. Und ich bin überzeugt davon, dass es gelingen kann. Ja, der Schnitt lag ja bis vor wenigen Jahren noch weiter runter. Ja, eben. Insofern, da sieht man eine Entwicklung. Wir haben anfangs schon festgestellt, durchaus regional auf den Südosten Berlins fokussiert. Und ich glaube durchaus, dass man für die dritte Liga mit Sicherheit in Berlin auch das Potenzial finden kann. Wir kriegen dann sofort ein Problem der Sportstätten. Das ist ja auch eine Frage, was das Land machen kann. Wir haben momentan ein Stadion, was die Voraussetzungen weitestgehend erfüllt, allerdings in einem baulich schrecklichen Zustand, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. Unsere große Hoffnung, Champions League-Finale 2015, die Frauen sollen dort spielen. Ah. Nur sie werden dort nicht spielen, wenn es so bleibt, wie es heute ist. Insofern da ist ein erheblicher Sanierungsaufwand zu betreiben. Ich hoffe sehr, dass es dem Senat gelingen wird, bei den Abgeordneten die Gelder letztendlich vor dem Hintergrund Champions League-Finale zu bekommen, um letztendlich das nutzen zu können, um dieses Stadion auf Vordermann zu bringen. Weil alle anderen Stadien haben mit Sicherheit Mängel, die für eine dritte Liga nicht ausreichend sind, sei es die Kapazität, sei es Rahmenbedingungen wie Medienarbeitsplätze, all die Dinge, die heute mit dazugehören. Ein Flutlicht mit entsprechender Luxzahl, um letztendlich auch Live-Übertragungen, die zwar nur selten stattfinden. Sport 1, Sie haben es erwähnt, macht es gegenwärtig, mit Ausnahme im Nordosten,
ohne Geld bisher zu bezahlen. Die Vereine machen es, weil sie sich halt Werbung davon versprechen, Publicity, Öffentlichkeit, dass halt so ein Spiel von einem Verein mal im Fernsehen übertragen wird. Das sind dann die Rahmenbedingungen, wo das Land Berlin sicherlich schauen muss, wo kann es helfen letztendlich, die entsprechenden Sportstätten dann auch so zur Verfügung zu stellen. Ja, hier bei Victoria ja so ein bisschen eigentlich nett die Idee, das Tempelhofer Feld zu nutzen für eine derartige Sportstätte. Fläche wäre mit Sicherheit vorhanden, öffentliche Anbindung. Nur, wir kennen die Diskussion um die Flächennutzung auf diesem Gelände. Ich glaube, da vergehen noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bevor da irgendetwas Greifbares sich überhaupt entwickeln wird. Alleine schon die Erweiterung vorhandener Sportstätten erscheint mir dermaßen schwierig. Das ist denn so eine Stadion-Utopie, um es mal durchaus positiv zu benennen, noch ein Stück weit schwieriger zu sein. Aber das ist eine der Voraussetzungen, die man erfüllen muss, letztendlich, wenn diese Stadt weiterhin auch im Fußball attraktiv sein will. Wir haben die Diskussion ja in den Hallen. Ohne letztendlich Anschluss gäbe es die O2-Arena nicht. Also insofern auch das ja keine Leistung der Stadt, sondern eine Initiative letztendlich von Privatleuten. Ja, aber Gott sei Dank ja hat man Publikum ab, ne? Ja, Gott sei Dank hat man sich mal für Olympia beworben und schon mal die Hallen gebaut, sonst gäbe es nicht mal die, weder das Velodrom oder die Schmelinghalle. Insofern, das waren schon damals gute Entscheidungen und letztendlich auch die Basis letztendlich, damit Vereine dort spielen können. Und das Gleiche gilt für den Fußball und auch da muss man schauen, dass wir die Stadioninfrastruktur in Berlin so weiterentwickeln. Ich weiß, es gibt die Überlegungen im Sportforum Hohenschönhausen. Da mangelt es auch schon mal an dem Flutlicht. Die Tribüne dürfte auch höheren Ansprüchen. Regionalliga wird noch funktionieren. Aber wenn man auch dort weiter nach oben will, brauchen wir eine entsprechende Stadioninfrastruktur. Wir haben das dem Senat gerade wieder mal versucht deutlich zu machen, auch wie gesagt vor dem Hintergrund dieser positiven Entscheidung für 2015. Okay, also die Antwort auf die Frage, ob Victoria Berlin willkommen ist in der dritten Liga, ist ganz klar ja. Aus meiner Sicht. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pablo Thier, bei Bernd Schulz und bei Klaus Böger, bei Christoph Schulte-Kauburger sowieso und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.